Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Outriders. Schön, dass ihr wieder am Start seid. In der letzten Folge haben wir leider den Jakob verloren, aber er hat einen schönen letzten Platz von uns bekommen. Und jetzt sind wir nach Trenchtown gereist. Ich weiß, ich wollte das Verkaufen eigentlich außerhalb des Videos machen, aber ich habe es irgendwie vergessen. Deswegen machen wir das jetzt noch ganz schnell. So, die Waffen, alles was blau war, wollten wir eigentlich ganz schnell verkaufen. Das waren die alten Sachen, die können wir erstmal noch kurz mit drin lassen und später zerlegen. So, Hauptsache der ganze Spaß kommt hier mal weg. Oh Gott, haben wir viel. Und wir wollten auch nochmal in die Truhe gucken, weil da ist ja auch einiges gelandet, vor allem das goldene Teil. Grausiges Mark war es, glaube ich, das war ja die Waffe, die ich schon mit meinem anderen Charakter hatte. Ich würde bloß nochmal kurz reingucken, ob da vielleicht noch irgendwas Cooleres gelandet ist. Wo ist denn die Truhe? Ich glaube, das sollte sie sein. Ne, das ist Munition. Hier vorne, Entschuldigung. Die hier ist es. Ach so, ja, hier sehen wir natürlich alle Waffen, die ich auch mit meinem anderen Charakter schon gespielt habe. Okay, ihr seht, da ist schon ein bisschen was Goldenes zusammengekommen. Ja. Prinzipiell. Na gut, die sind ja Stufe 50, die kann ich ja alle gar nicht verwenden. Also es bringt nichts, dass ich mir jetzt was Besseres raussuche. Also ja, hier ist schon ein bisschen was zusammengekommen, wie man sieht. Aber alles natürlich viel zu hohe Stufe. Also lassen wir das erstmal beiseite. Wir haben jetzt erstmal ein paar Sachen verkauft. Wie sieht's denn aus? 125.000 Schrott. Ist doch soweit ganz in Ordnung. Wir haben eine ziemlich geile Waffe. Ach hier. Die können wir mal noch ganz schnell mit in die Truhe packen. Ich sammle das goldene Zeug zurzeit. Ich wollte das dort. Ja, ich sammle das goldene Zeug zurzeit einfach erstmal ein bisschen, um zu gucken, was da cool ist und was nicht. Das hier ist sie. Die hatten wir bekommen. Ich hatte sie, wie gesagt, hier schon mal auf Stufe 49, spiele aber mittlerweile eine andere Waffe. Naja, gut. So, ich habe mich dazu entschieden, jetzt erstmal wieder auf Weltstufe 11 zu stellen. Andersrum. Zack. Und ich glaube, wir machen jetzt erstmal Story weiter, weil ich hatte ja überlegt, dass wir jetzt immer wieder zurückreisen, ein paar alte Missionen weitermachen und so weiter. Aber dadurch, dass wir die jetzt schon doppelt gespielt haben, die eine, und das irgendwie alles nicht so richtig hinhaut, würde ich sagen, wir machen jetzt erstmal ein bisschen noch Story weiter und wenn wir dann ganz am Ende sind, können wir ja mal schauen, dass wir hier vielleicht noch, was haben wir hier noch offen? Das Erbe der Outriders. Hier sind die ganzen Jägermissionen. Na gut, das haben wir ja fast alles abgeschlossen. Das Tor, da waren wir gerade. Oder? Waren wir hier? Ach, ich weiß es nicht mehr. Es ist echt schwierig, wenn man zwei Charaktere spielt und überall woanders ist. Naja. Ich bin mir nicht sicher, aber ich würde sagen, wir lassen jetzt hier die drei Gebiete erstmal beiseite. Machen mit der normalen Story weiter. Wir sollen zum unbekannten Gebiet. Hüter von Enoch. Naja, dann machen wir hier oben zumindest die Nebenmission noch. Das war ja dann wohl das letzte Gebiet, dass das abgeschlossen ist. Und dann mal gucken. So viele Missionen sind es an sich nicht mehr, aber ich habe halt irgendwie Schiss, dass wir es dann doch alles doppelt spielen. Irgendwie so einen Tag denke ich mir, ich mach's noch, einen anderen Tag denke ich mir, nee, wir lassen das, ja, das werden wir dann ganz spontan sehen, wie wir das machen, weil letzten Endes will ich euch ja hier auch alles vollständig zeigen, zumindest was die Mission angeht. Jetzt einfach nur schnell Story durchrushen, ist natürlich nicht Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. So, wir wollen die Reise nicht fortsetzen, genau hier waren wir, sondern wir wollen hier eine Nebenmission machen. Vielleicht sowas wie Hieroglyphen von Augusts Volk. Unglaublich. Kannst du irgendwas erkennen? Nicht gerade mein Spezialgebiet. Vielleicht findest du im Dorf weitere Reliefs. Falls du welche entziffern kannst, erfahren wir womöglich etwas über ihre Geschichte. Das nehmen wir natürlich an. Ich sehe mich um. So, wir machen die ganze Mission auf aktiv. Und dann gucken wir mal, was sagt das Navi? Das Navi sagt, wir sollen Schnellreise betreiben. Wir sind hier, da unten ist der Spaß, also machen wir zur Wassermühle. Und gucken mal, ob wir noch weitere Reliefs finden, dann haben wir das Gebiet auch abgeschlossen. Und dann sieht's doch ganz gut aus. Ja, es kam wieder ein Update, ich weiß gar nicht, von vor 2, 3, 4 Tagen irgendwie sowas die Richtung. Ich hatte ja auch ein paar Tage nicht gespielt, weil ich ja letzte Woche vorproduziert hatte. Steht auch wieder drin, dass alles stabiler geworden ist, aber ganz ehrlich, das Crossplay macht immer noch keinen Spaß. Also, ich finde es wirklich ein bisschen traurig, nach der ganzen Zeit, wie das Spiel jetzt schon draußen ist, dass das alles immer noch nicht funktioniert.
Also zumindest haben wir sie. Wir spielen halt auf drei verschiedenen Generationen. Ich auf dem PC, einer auf der neuen Xbox, einer auf der alten Xbox. Und die Kombination ist einfach ein reiner Crash für das Spiel. Wenn andauernd jemand aus dem Team geworfen wird oder auf einmal die Fähigkeiten nicht mehr laden. Alles, was ich schon mal erzählt habe. Ich wollte es bloß nochmal sagen. Dass es leider immer noch nicht so funktioniert, wie man sich das eigentlich wünscht. So, wir haben da oben einen Sniper. Ich möchte ungern meine Lavageschosse verlieren. Deswegen probieren wir jetzt hier einfach mal so richtig cool sneaky vorzukommen. Dass wir den Spaß hier einsetzen können. Aber wir verlieren sie trotzdem gleich. Naja, was soll's. Wir müssen halt bloß ein bisschen gucken wegen dem Scharfschützen. Der macht mir halt echt Sorgen. Aber schadenstechnisch sind wir immer noch echt heftig unterwegs. Ich weiß nicht, ob... wie das Scharfschützengewehr aussieht. Oh Gott. Also es friert ein. Na gut, es geht. Hey, warum habe ich nicht... Ich habe das Eis... Sag mal. Hä? Willst du mich verarschen? Jetzt haben wir ihn. Ach nee, das dauert mir zu lange. Dann machen wir doch erstmal eine Asche-Detonation komplett ins Leere. Setzen den anderen Skill auch nochmal ein, obwohl wir nicht gebraucht haben. Damit wir dem mal richtig zeigen, dass wir hier die absoluten Noobs im Spiel sind. Und dann rushen wir die einfach mal durch. So, come on, haben wir. Also dafür, dass wir Weltstufe 11 sind, läuft es zurzeit echt sehr, sehr geil. An dem Endgegner jetzt letzte Folge hat man halt ein bisschen zu kämpfen, aber ja, ihr habt ja gesehen. Wenn man einmal weiß, wie es funktioniert, dann geht's eigentlich. Man darf halt wirklich, es darf einem keinen Fehler passieren, ansonsten hat man halt ein Problem. Aber auch schadenstechnisch hat er trotzdem echt viel abgekonnt. Abgekonnt? Ja, er hat viel vertragen. Als ich das damals mit meinem Technomanten gespielt habe, hat das auf jeden Fall Minimum doppelt so lange gedauert. Wir haben es dann später auch nochmal zu zweit oder zu dritt gespielt. Ich glaube zu dritt. Die Mission, da ging es dann, weil da ist nicht ganz so schlimm, wenn du mal einen Fehler machst, dann kann ich deinen Kumpel wieder aufheben. Aber solo ist das doch schon eine kleine Herausforderung. So, wo hat denn sich der Rest versteckt? Da ist einer. Da ist auch noch einer. Der hält ein bisschen mehr aus anscheinend. Ach, geh doch weg damit. Nein. Ich würde den ganz gerne kriegen. Ne, der war es nicht. Der hier ist es. Kein Bock, dass der jetzt hier hochkommt, ehrlich gesagt. Na gut, aber mit Headshots und Lavageschossen geht's einigermaßen. Wir müssen nur mal wieder ein bisschen Abstand gewinnen. Das ist mir etwas zu nah, was immer. Ah nein, keine wandernde Flamme. Wie ich's hasse. Und ich habe wieder verpasst, die Lavageschosse aufzuladen. Man kann halt auch nichts machen gegen die Flamme, außer die ganze Zeit wegrennen. Was halt auch gleichzeitig bedeutet, dass man andauernd aus seiner Deckung raus muss. Komm schon, gleich haben wir... Nein, nein, geh weg mit deiner Scheiße hier. Mach, 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 Asche. Jawohl, jetzt haben wir ihn. Ich würde sagen, wir heben das gleich mal auf, dann brauchen wir nicht nochmal hier hinterrennen. Komm raus, mein Kleiner. Ui, ein bisschen gebackt. Krieg dich trotzdem. Ja, diese Verbrennung, ne, es ist echt so krass. Weil, na du, jetzt haben wir Lavageschosse drauf, ja. Ich glaube, die kam ja sogar ohne die... Hier, ich habe einen Schuss. Eigentlich wollte ich es doch nur noch so spielen, dass ich alle einmal anschieße. Und es reicht vollkommen aus und wir sind auf Weltstufe 11, ne? Also das ist schon krass. Vielleicht haben wir die 12. Ja, das ist auf jeden Fall jenseits von Gut und Böse. Das ist eine Art außerirdisches Artefakt. Ich fühle, dass es Energie ausstrahlt. Ich frage mich, ob deine Kräfte es beeinflussen können. Probieren wir es aus? Würde ich mal behaupten.
Ein Zauberwürfel. Da kommt irgendwas Scheißgefährliches aus dem Himmel. Ah, bestimmt die Anomalie. Es gab viele Tote, also flohen sie. Vielleicht in Höhlen? Aber wie hätte Augusts Volk dann überleben und solche Dörfer bauen können? Keine Ahnung. Das ist ein unglaublicher Fund. Such weiter. Das war ja klar, dass es nicht bei dem einen bleibt. Dieses Alien-Dings da scheint nicht mehr zu reagieren. Vielleicht findest du im Dorf noch mehr. Falls du weitere Erscheinungen auslösen kannst, erfahren wir womöglich die ganze Geschichte. Okay, wir gucken mal. Was sagt denn das Navi? Zur Schnellreise oder weiterlaufen? Ich laufe jetzt einfach mal weiter, obwohl wir können auch einfach mal schnell gucken. Lager? Nö. Wir sind hier. Okay, das steht nicht direkt da, wo wir hin sollen. Dann laufen wir jetzt einfach mal dem Navi entlang. Eine Kiste habe ich leider nicht gesehen. Eine versteckt irgendwo. Oder ich habe sie einfach übersehen. Kann natürlich auch sein. Naja. Gleich Weltstufe 12. Ich habe ein bisschen Angst davor, ehrlich gesagt. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. So, wieder zum Außenbezirk. Komm, gib dir Mühe, drück mal ein bisschen. Jawohl. Mal schauen, vielleicht schaffen wir es ja in der Folge noch. Ich wollte schon sagen, jetzt stand das Ziel schon wieder, dass wir rückwärts gehen sollen, also wieder zurück. Vielleicht schaffen wir es ja die Folge noch, die Quest abzuschließen. Dann haben wir hier auch alles erledigt. Jetzt kommen Gegner und das Navi zeigt wieder nach hinten. Na, ich verstehe es nicht so ganz. Ich denke mal, wir sind hier schon richtig, weil das Navi sagt jetzt, also auf der Karte zumindest. Wir können hier im Kreis laufen. Irgendwie soll es hier in der Mitte sein. Naja, soll wahrscheinlich nur sagen, dass wir hier die Gegner erstmal töten sollen. So, kommt mal alle ran. Oha, jetzt kriegen wir aber gut Hit. Der denkt, der kann mich hier umrennen, oder was? Eigentlich sparen wir uns halt auch so gut Lavageschosse, ne? Einfach nur alle anschießen. Oh, bei dem hat es nicht gereicht. Jetzt aber. Die teleportieren sich immer so ein kleines bisschen, ne? Ja, bei allen reicht es auf jeden Fall nicht. Ja, da oben kriegt zum Beispiel gerade recht wenig Schaden. Vielleicht haben die irgendwie Feuerwiderstand. Oder sowas in der Richtung. War hier noch einer? Nee, der ist hier oben, ne? Ach komm. Lass doch den Quatsch. Es ist einfach schön, wie wir hier komplett ohne Deckung uns einfach in die Mitte stellen und überall mal ein bisschen hinschießen. Ja, so ohne die Lavageschosse wird es dann schon ein bisschen hässlicher, aber trotzdem immer noch kein Problem. Geh weg, scheiß Sniper, gar keinen Bock auf dich. So, dann kommen wir mal von der anderen Seite. Ah, ich hab doch auf die 3 gedrückt. Gib mir die Lavageschosse. Nee, das war gar keiner. Da oben ist noch einer. Ach, ah, shit. Jetzt haben wir es vielleicht doch ein bisschen übertrieben. Kommt doch mal alle raus. Immer dieses Verstecken spielen. Weltstufe 12, da haben wir's. Ach, jetzt kommt der Scheiß hier wieder. Gut, wir rücken mal noch ein Stückchen vor.
Dann können wir gleich nochmal aufladen. Machen hier die Asche drauf. Nein, ich verstehe es nicht. Ich habe mein Mausrad nicht bewegt. Absolut nicht. Dann haben wir wieder komplett einmal Lavageschosse verloren. Traurig, traurig. Bitte eine Schweigeminute dafür. Kuckuck. Und du noch, dann haben wir es doch. Oder? Ja. Wege den Wagen. Oh Gott, ich weiß auch, was uns hier blüht, aber... Nee, mittlerweile, ich gehe jetzt besser an die ganze Geschichte ran. Weil alle Missionen, die ich davor gespielt habe, schon mal viel, viel schwerer waren. Obwohl, das haben wir schon eingenommen. Waren wir hier schon? Oder ich täusche mich gerade im Ort. Nee, ich glaube, ich täusche mich im Ort. Gut, dann nehme ich alles zurück. Wir stellen jetzt erstmal Feldstufe 12. Belohnung gibt es auch noch. Mal gucken, was es gab. Wieder grausiges Mark. Ach, verdammt. Da kriegt man schon was Goldenes. Und dann genau das, was man 10 Minuten vorher bekommen hat. Schade. Habe ich die mittlerweile dreimal. Ich glaube, vielleicht sogar viermal. Ich weiß nicht genau. Ja, mit diesen Ketten drumherum. Ach so, es sind natürlich auch noch die Ketten. Es ist ja nicht nur die Verbrennung. Wir haben ja auch noch diese Kette, die dann Schaden zufügt. Ist die immer da? Jetzt ist sie da. Das beides natürlich in Kombination ist absolut verheerend. Wo kam er denn her? Ist halt cool, ne? Man kann einfach mal schnell rüberschwenken hier zu so einem. Schießt mal drauf, wenn man denn trifft. Und da oben und weiß, der Rest passiert von alleine. Und die taumeln dann ja auch noch so ein bisschen hin und her, dass die gar nicht mehr auf dich drauf schießen. Das ist jetzt, glaube ich, rein die Verbrennung, oder? Auf jeden Fall kann man so mitten im Kampf einfach mal kurz hochschwenken, wenn irgendwo jemand seine Rübe zeigt. Kann halt generell erstmal alle so ein bisschen anballern. Also ich feiere es zurzeit extrem, was wir für Schaden machen. Überlegt mal, wir sind auf Feldstufe 12. Und es, oh Gott, wo kommen die denn her? Und es reicht zum großen Teil aus, dass wir einfach nur einmal drauf schießen. Und den Rest machen unsere Mods oder die Verbrennung. So, ich würde ganz gerne mein Dings aufladen. Das wäre sehr nett. Die anderen bleiben erstmal noch ruhig hinten. Ach, das ist ein Scharfschütze. Frierende Schüsse. Oh nein, nicht einfrieren, bitte. Aber selbst der... Oh, oh. Ich wollte gerade sagen, ist kein Problem. In dem Moment kriege ich ordentlich Schaden. Ich glaube, wir waren kurz eingefroren. Der kriegt ja selbst jetzt noch ordentlich Schaden. Na komm, Kette. Kette, tu's, Kette. Jawohl. Uniform des irgendwas. So schnell konnte ich es leider nicht lesen. Ja, der ist schon ordentlich gepanzert. Die Lavageschosse müssen wir leider verlieren. Kommt er mit seinem Flammenwerfer hier durch die Wand durch oder warum brennen wir die ganze Zeit? Na komm schon. Oh, wir kriegen heftigst Schaden. Oh, oh, wir brauchen Leben, wir brauchen Leben. Schnell. Ich glaube, wir müssen wieder ein bisschen auf Abstand gehen. Sonst wird das ein bisschen doof mit ihm. Komm, gib die Lavageschosse. Jawohl. Jetzt haben wir ihn gleich. Ah, der hat doch mal gut was gefressen. Zwei... Ah, ich wollte gerade sagen, zwei Gegner noch, aber da kommt schon wieder die nächsten. Nein, ich hätte doch Dings machen können. Verdammt. Jetzt habe ich es auch noch verspielt. Ach, das war wieder richtig schlau von mir.
Aber wenn man halt auch so easy durchkommt, dann ist man auch nicht so, dass man extremst drauf achtet, was man macht. Also, natürlich gucke ich schon, aber das ist halt so, ja gut, okay, sind die Lavageschosse jetzt vorbei, ne? Und nicht so, verdammt, ich muss die aufrechterhalten, sonst sterbe ich. Deswegen kann das halt auch mal passieren. So, wir haben hier anscheinend noch eine Gravur, die gucken wir uns noch fix an. Sie konnten sie wohl ein Stück weit kontrollieren und sich davor schützen. Wie? Vielleicht durch die Obelisken? Wie im Wald? Das hier zeigt wohl eine Gruppe, die zusammenarbeitet. Das war bestimmt nicht einfach. Vielleicht ist Orgus im Wald bei dem Versuch zusammengebrochen, uns ganz allein vor dem Sturm zu schützen. Such nach weiteren Reliefs. Natürlich noch mehr. Ich denke mal, eins wird es noch sein. Meistens waren es ja immer drei Stück. Wir machen an der Stelle erstmal Schluss, wir sind ganz gut durchgekommen die Folge, dann können wir in der nächsten Folge die Mission hier auf jeden Fall abschließen und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht doch noch ein paar alte Missionen machen oder nicht. Überlege ich mir noch. Bis morgen, vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut.